Immer wieder wackeln die Märkte und bringen dann furchtsame Anleger in Bedrängnis. Ein Vermögensverwalter, der ist ein Profi, der muss damit umgehen können. Der muss sein Vermögen so aufbauen, dass solche Schwankungen auch weggesteckt werden können. Herzlich willkommen zu Gewinnen mit ETFs, dem Forum der Experten. Viele Vermögensverwalter setzen inzwischen auf ETFs. Die Strategien sind ähnlich, aber es gibt auch immer ganz besondere Noten. Wir schauen uns heute die Strategie der BB Wertpapierverwaltungsgesellschaft aus Augsburg an. Und dazu begrüße ich Antonio Biondo, er ist dort Geschäftsführer. Und weiter geht es mit Thomas Wiedenmann, er ist beim Anbieter iShares für den Vertrieb an Banken und an Vermögensverwalter zuständig. Herr Biondo, jede Vermögensverwaltung hat ja so ihre eigene Philosophie. Die schauen wir uns jetzt hier an. Was ist es, worauf Sie besonders achten? Das können Sie uns jetzt kurz erläutern. Also das Wichtigste an unserer Strategie ist, dass diese BB-ETF-Depots prognosefrei sind. Mhm. Ja, also frei von Prognosen. So, wir wollen unser Risiko adjustieren, indem wir in verschiedene Anlageklassen investieren. Und diese Aufteilung in diesen Anlageklassen bleibt auch konstant. Mhm. Ja. Zu erwähnen wäre auch, dass innerhalb der Anlageklassen wir natürlich etwas antizyklisch vorgehen und uns nach fundamentalen Gesichtspunkten günstige Märkte uns heraussuchen, also Indizes. Mhm. Ja, dann ist es wohl logisch, dass man hier das Ganze mit ETFs bestückt. Ja, gut, die sind preiswert. Aber was erkennen Sie denn so an Strategien bei Vermögensverwaltern? Sie haben ja mit sehr vielen Kontakt. Ist dieses Thema prognosefrei, also mit oft auch quantitativen Methoden, weit verbreitet oder wird dann auch relativ diskretionär entschieden? Beide Richtungen. Also es gibt kein Null und Weiß im ETF-Bereich. Ja. Also große Vermögensverwaltungen nutzen ETFs vielleicht oftmals auch, um taktisch kurzfristige Trends mitzunehmen. Mhm. Eben wie zum Beispiel letztes Jahr Japan. Aber sehr, sehr viele langfristige Buy-and-Hold-Investoren oder Buy-and-Hold-Strategien werden eben auch mit ETFs abgebildet. Ja. So, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze jetzt weiterläuft bei Ihnen. Wenn Sie also eine Investmentstrategie umsetzen, dann müssen Sie erstmal den richtigen Index finden, den richtigen Markt. Wie machen Sie das? Ja, wir schauen uns die Fundamentaldaten der Indizes an. Im Aktienbereich zum Beispiel ist für uns die Dividendenrendite, also die aktuelle Dividendenrendite, Bruttoinlandsprodukt, KGV, also Kursgewinnverhältnis, sehr wichtig. Und diese aktuellen Zahlen vergleichen wir mit dem 10-jährigen Durchschnitt. Mhm. Und sobald hier ein Index uns günstig erscheint, das ist dann ein Kandidat für uns. Mhm. Also es gibt ja pro Index mehrere ETFs und es gibt natürlich auch pro Markt mehrere Indizes. Worauf muss man da generell achten? Auf welche Marktbreite sollte man abstellen? Genau, das ist der erste Punkt, wichtigste Punkt wahrscheinlich. Also die Indizes sollten dementsprechend eben breit aufgestellt sein. Auch die gewisse Liquidität haben, also die letzte kleine Aktie im Index zu haben, bringt dann vielleicht nicht so viel, wenn das die Transaktionskosten so enorm nach oben schraubt. Also da das Verhältnis wahren. Und dann in irgendeiner Form eben auch, wenn es dann auf die einzelnen ETFs vielleicht geht, die Liquidität, was dann der Herr Biondo wahrscheinlich auch noch weiter ausführen wird, ja. Das soll er jetzt gleich machen. Ich schalte mal schnell das nächste, wenn Sie jetzt in die Richtung gehen, einzelne ETFs, da ist iShares dabei, sind aber auch andere dabei. Also Sie haben eine ganz große Auswahl. Wie gehen Sie denn eigentlich vor? Klar, Sie haben sich entschieden für einen Markt und haben dann mehrere ETFs zur Auswahl. Achten Sie sehr stark beispielsweise auf die Kosten, auf die Handelbarkeit. Wie gehen Sie vor? Ja, also zuallererst kommen für uns voll replizierte ETFs zur Geltung. Mhm. Dann im zweiten Schritt schauen wir uns die Liquidität und natürlich der Preis. Mhm. Ja, spielt eine ganz große Rolle. Das ist wichtig. Und natürlich auch letztlich die Performance. Man muss ja mal gucken, wie haben sich denn die ETFs entwickelt? Wie stark weichen die dann wirklich von dem Markt ab? Ja, also es gibt ETFs, die doch von ihrem Index stark abweichen. Mhm. Zu guter Letzt prüfen wir natürlich, ob hier eine Abweichung auch stattfindet. Mhm. Okay. Performance, das ist natürlich der Total Cost of Ownership. Was ist da wichtig, um da wirklich die Besten zu finden? Genau, also Sie haben die Total Cost of Ownership angesprochen.
ist im Prinzip bei uns das Schlagwort, der Investor soll sich wirklich anschauen und auch die Kalkulationen dazu durchführen, was kostet es mich, den ETF zu kaufen, also die Transaktionskosten, was kostet es mich, meine Periode lang diesen ETF zu halten, das sind dann typischerweise die Vermaltungsvergütungen, und was kostet es mich, diesen ETF wieder verkaufen. Und das ist der gesamte Kostenblock, den eben der Anleger zu tragen hat, und das ist eben genau der, sag mal, Job des Herrn Biondo, eben genau da den richtigen auszuwählen. So, und wenn er das getan hat, dann kommt das Risiko, dass ich als Anleger bereit bin einzugehen ins Spiel. Hier haben wir jetzt Ihre vier Produkte, wenn man so will, die Sie anbieten, von konservativ bis nur auf Aktien. Also was steht da so als Philosophie im Einzelnen dahinter? Ja, wir haben einen Multi-Asset-Ansatz im Grundsatz einmal, so dass, weil wir eben prognosefrei denken, weil wir auch nicht wissen, welche Indizes sich in diesem Jahr dominieren sozusagen, und wir auch der Meinung sind, dass es sehr schwierig ist, das vorauszusehen. Also sprich, Risikoadjustierung ist hier in der Aufteilung der Asset-Klassen Aktien, Renten und Rohstoffe, je nach Wunsch, Anlagedauer, Periode des Kunden. Und als vierte Variante haben wir auch noch für langfristig denkende Kunden und wenn man auch mehr Volatilität eingehen möchte, auch ein Aktien-ETF, Aktienportfolio. Wir schauen uns mal gleich hinterher die Performance an, und da stellt sich natürlich die Frage, ist seit 2013, also das war eine gute Zeit, das hat sich alles gut entwickelt. Natürlich sind die Aktien in dieser Zeit, wo die Aktien auch gestiegen sind, am stärksten. Aber es gibt natürlich in anderen Phasen, hier haben wir es auch gehabt, Anfang des Jahres, auch immer deutliche Rückschläge. Sie sagen, Sie agieren prognosefrei. Halten Sie dann die Quoten, die Sie da haben für die einzelnen Anlageklassen, einfach durch und sagen, wird schon wieder werden? Oder gehen Sie aktiv beispielsweise raus oder sichern sich ab? Ja, also wir sind der Meinung, man sollte durchhalten. Man soll eben statisch diese Strategie beibehalten. Es hat sich herausgestellt, wenn man taktisch vorgeht, die meisten Experten haben die Indizes nicht geschlagen. Das zeigt die Erfahrung. Aber mit unserer Vorgehensweise in günstigen Indizes einzusteigen, sieht man auch in diesem Jahr, im Oktober hatten wir einen Drawdown. Ja. Und durch unseren antizyklischen Ansatz in den Aktienmärkten konnten wir diesen Drawdown sehr stark mindern, im Aktienportfolio sogar fast vermeiden. Ja, das ist insofern interessant. Wir haben ja wieder ein Rekordjahr bei den ETFs, und offenbar ist es so, dass tatsächlich sehr viele ETF-Anleger antizyklisch einkaufen. Also gerade in so einer Phase wie im Oktober, wo man denkt, naja, alle raus, dann kommen plötzlich die ETF-Anleger und sagen, jetzt gehen wir rein, und man kann es ja relativ schnell machen. Ja, das ist im Prinzip der Punkt. Weil Sie müssen sich nicht erstmal überlegen, welche Aktie genau kaufe ich jetzt, wenn ein bestimmter Markt nach unten gekommen ist und die Renditen dementsprechend wieder nach oben, sondern man kauft eben nur mit einer ESIN den ganzen Markt. Und damit hat man im Prinzip ohne große Transaktionskosten und ohne großen Research-Aufwand direkt antizyklisch investiert. Ja, jetzt noch eine letzte Frage. Wie sehen Sie die Märkte weiter für 2015? Auch wenn Sie sagen, wir machen das prognosefrei, haben Sie natürlich gewisse Vorstellungen. Soll man Aktien weiterhin übergewichten? Soll man vielleicht doch mal wieder ein bisschen stärker auf Renten setzen? Was sind so Ihre Überlegungen für das Jahr 2015? Europäische Rentenmärkte, würde ich sagen, bei den aktuellen Zinsen eher uninteressant. Die Rendite ist hier nahezu null. Ich würde eher auf schwellende Anleihen setzen, und tun wir natürlich auch in den Anleihen, und eine ausgewogene Mischung. Sprich, Aktien sind unvermeidlich, Dividendenrenditen sind sehr hoch. Schwellende Aktien sind für uns auch ein ganz, ganz wichtiger, eine wichtige Beimischung, denn diese sind im Gegensatz zu den Industrieländern günstiger bewertet, historisch betrachtet. Wählen Sie dann, wenn Sie das Thema Dividende besonders betonen, auch extra ETFs auf, die stark auf Dividenden setzen? Also das sind ja dann schon Strategie-ETFs, oder sagen Sie, also ich gucke auf die richtigen Indizes, ich will sozusagen etwas ganz Normales haben, und ich möchte solche Strategieprodukte weniger im Depot haben? Ja, wenn die Bewertungen der Dividendentitel uns günstig erscheinen, nach unserem Prinzip, dann ja, ansonsten nein. Ja? Und aktuell ist es so. Aktuell sind Dividendentitel immer noch günstiger bewertet. Mit der Ausnahme von US-Titeln. Ja,
Also in den USA eher ein bisschen vorsichtig sein, aber machen Sie dann auch gewisse Anpassungen für ein Jahr, dass Sie sagen, also dieses Jahr mache ich mal ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Das, was wir gesehen haben, war ja eine relativ grobe Aufteilung. Ja, also wir prüfen unsere Allokation alle 3 Monate ja, und passen dementsprechend an. Da kann natürlich in dem Jahr noch ganz viel passieren und Sie sind dann dabei. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also Portfolien muss man aufbauen mit ETFs, unterschiedliche Anlageklassen drin haben, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen mehr Risiko, je nach eigenem Gusto, aber natürlich auch immer bereit sein, Schwankungen, die auftauchen, dann zu überstehen. Und wenn Sie das richtige Portfolio haben oder den richtigen Vermögensverwalter mit dem richtigen Portfolio, dann sollte es keine große Schwierigkeit sein. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.